Guten Tag. Ich bedanke mich für die neuen Abonnenten, für Kommentare, die ich bekommen habe. Danke, danke, danke. Vor allem sehr viele Kommentare habe ich bekommen. Manche habe ich beantwortet, weil manche sind wirklich rührend. Vor allem, wenn die Leute mir bestätigen, dass das, was ich sage, richtig ist. Es geht nicht um mich, dass ich recht habe. Überhaupt nicht. Es geht um die Leute. Deswegen bin ich sehr froh, dass diese Leute Mut haben, das alles zu bestätigen, was ich hier sage, obwohl alles ist nicht so wunderschön, wenn ich über Charakterzüge von einem Skorpion zum Beispiel rede. Aber trotzdem, diese Leute bestätigen das alles. Das bedeutet, dass diese Leute Mut haben, sich vor dem Spiegel hinzustellen oder sich so einen Mann wie mich anzuhören und zu sagen, der hat recht, so bin ich. Das bedeutet, dass diese Leute Mut haben zu reflektieren. Und das ist natürlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass die Leute nicht reflektieren wollen. Dass die Leute denken, alles, was ich mache, ist richtig. Ich brauche mich nicht zu verändern. Du musst dich verändern, aber nicht ich. Und deswegen haben wir so viele Probleme. Nicht? Das ist wie im Büro. Du sitzt mit jemandem im Büro, stehst du auf, machst du Fenster auf, weil es dir zu stickig im Zimmer ist. Und die Kollegin, mit der du nicht so viel redest, die steht auf und macht das Fenster zu. Da geht's schon los. Und das sind die Probleme, die wir täglich haben mit den Menschen, mit Partnern, mit Ehefrauen, Ehemännern. Die Leute machen das, was sie wollen. Die sagen, ich mache das richtig, du machst es falsch. Und deswegen haben wir so viele Probleme, weil die Leute nicht reflektieren wollen, nicht im Spiegel gucken wollen und sagen, doch, ich muss mich verändern und einsehen, dass die Veränderung uns nur weiterbringt. Um mit einem Skorpion leben zu können, muss man ihn verstehen. Man muss ihn gern haben, man muss ihn achten für das, was er ist, verstehen, was ihn antreibt, was seine Einsamkeit ausmacht. Viele Skorpione sind sehr einsame Menschen. Und verstehen, was seine Gefühlstiefe ihm in eine Gesellschaft antut, in der Männer keine Gefühle zeigen sollen. Wir sind ja Männer. Es ist ja unmöglich, wenn ein Mann weint und die Frauen gucken so blöd, wenn ein Mann weint oder wenn ein Mann Gefühle zeigt. Das sollen wir nicht tun, weil wir sind schließlich Männer. Deswegen wird das nicht so beachtet oder komisch angeguckt. Und Skorpion ist ein Mensch mit sehr vielen Gefühlen. Er versteht dich wirklich. Er versteht alles, was du sagst. Deswegen ist es so schön, mit einem Skorpion zu leben. Und wie gesagt, du musst mit Skorpion Tacheles reden, ja? Du kannst nicht sagen, du, ich wollte dir helfen, aber ich habe ja gesehen, dass du Auto genommen hast und weggefahren bist. Ich wollte dir schon Einkäufe machen, aber ich habe gesehen, dass du schon Käse gekauft hast zum heute Abend. Deswegen wollte ich dir doch nichts kaufen. Du, ich wollte dir schon diese Sache mit dem Artikel übersetzen helfen. Aber ich habe gesehen, dass du am Computer warst. Du, ich habe dir doch so vieles angeboten. Solche Gespräche brauchst du mit Skorpion nicht zu führen. Weil mit Skorpion musst du wirklich Tacheles reden und musst du sagen, warum hast du das nicht gemacht? Warum, was heißt du wolltest? Was heißt du hast gedacht? Warum hast du gedacht und nicht gemacht? Das geht mit Skorpion überhaupt nicht. Auch Skorpionfrau ist eine Frau, mit der du, ja, ich muss noch mal wiederholen, Tacheles reden musst. Und keine Geheimnisse duldet diese Frau, der Mann auch nicht. Deswegen kann man dann nicht so rundum reden. Ich wollte, aber es war zu spät. Und ich wollte dir noch Medikament vorbeibringen, aber es war schon 11 Uhr und ich war schon im Bett. Solche Gespräche brauchst du mit Skorpion nicht zu führen. Und deswegen habe ich gesagt, mit Skorpion geht keine lauwarme Beziehung. Diese lauwarme Beziehung ist eben solche Beziehung, von der ich hier die ganze Zeit rede.
Man muss einfach sagen, ich kann nicht am Samstag kommen, weil ich da eingeladen bin und das geht nicht. Skorpion wird dich fragen, warum, zu wem bist du eingeladen? Ja, zu einer Freundin. Welche Freundin? Du musst alles dem Skorpion erzählen, weil Skorpion duldet keine Geheimnisse und bei Skorpionen ist immer Ehrlichkeit auf dem Tisch. Ehrlichkeit wird erwartet und so musst du mit Skorpion reden. Deswegen für viele Leute ist das keine gute Beziehung, weil viele Leute wollen sowas nicht, weil viele Leute denken, das geht mir zu nah, ich brauche nicht so weit mit Gefühlen zu gehen und ich brauche dir nicht alles zu sagen. Ich habe meine Geheimnisse, du hast auch deine Geheimnisse, das ist so okay. Viele Leute leben halt so, das ganze Leben. Aber für Skorpion ist das leider nichts, weil Skorpion ist ein Mann, der diese Gefühle braucht und dir auch zeigt, du darfst nicht arrogant zu ihm werden, du darfst nicht ihn auslachen oder das Spiel so machen, dass er denkt, hallo, was läuft hier? Das mag Skorpion gar nicht. Wenn das so ist, dann wird Skorpion ein sehr kalter Mann, auch Frau, Skorpion-Frau. Das sind Menschen, die dir Kälte zeigen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie Skorpion kalt sein kann. Also du darfst dich auch nicht lustig über ihn machen. Weil Skorpion ist so stolz, dass er aus Stolz dir zeigen wird, wo du hingehörst. Und das ist kein leichtes Spiel für die Menschen, die mit einem Skorpion leben. Ja, auf jeden Fall, die Gefühle zeigt Skorpion in dieser Gesellschaft, wo wirklich keine Gefühle gezeigt werden sollen. Aber das ist doch das Schöne über Skorpion, oder? Aber für heute ist die Zeit um.